Grüß Gott. Danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Gerne. Warum ist das Donaumoos so wichtig? Ja gut, das Donaumoos ist eines der wenigen Niedermoore, die wir in Europa noch haben. Und wir sind natürlich froh darüber, dass wir das in Leipheim haben, dieses schwäbische Donaumoos, auch in Gundelfingen. Und das ist eine besondere Kulturlandschaft, die wir einfach auch erhalten wollen. Dieses Donaumoos ist ja eigentlich entstanden durch die Arbeit der Landwirte und der Torfstecher. Also es ist Kulturlandschaft, es ist keine Naturlandschaft, es ist Kulturlandschaft. Und ich denke, die Natur hat sich einen Teil zurückgeholt. Man sieht es ja da, diese Flächen da sind fast nicht zum Bewirtschaften. Also es wird bewirtschaftet, soweit es geht. Natürlich in Rücksichtnahme auf Natur, auf Tiere und Pflanzen. Die Wiedervernässung des Donaumooses begann vom Ziel her, vor allen Dingen für den Artenschutz. Es ging um die gefährdeten Tiere und Pflanzen, die dort leben, und um das Moor als Lebensraum. Und die Folgen der Wiedervernässung sind nun in den letzten Jahren, dass tatsächlich das Moor sich regeneriert. Wir haben jetzt wieder Wasserstände an der Oberfläche, so wie es für ein normales Moor an sich der Fall sein sollte. Die Pflanzen, die Großsecken zum Beispiel oder das Wollgras oder verschiedene Orchideenarten, die reagieren, indem sie zunehmen. Und auch die Tiere, die speziell jetzt im Moor leben, wie zum Beispiel die Bekassine, deren Bestände steigen. Also es gibt mehr Brutpaare jetzt als vorher. Bei den Vögeln sind es ungefähr 250 Vogelarten, die das Moos nutzen, zum Teil zum Brüten, etwa 150, glaube ich, zum Brüten. Die anderen ziehen nur durch oder machen Rast im Winter. Bei den Pflanzen sind es, glaube ich, weit über 1000 Pflanzenarten, die man schon gezählt hat, aber das sind bei weitem noch nicht alle. Und bei Käfern oder bei Kleintieren weiß man es gar nicht, weil man die noch gar nicht alle kartiert hat. In jüngerer Zeit kam dann noch der Aspekt des Klimaschutzes dazu. Nasse Moore helfen, das Klima zu schützen. Wir befürchten auf jeden Fall grundsätzlich im Sommer eine größere Trockenheit für die Moore in Mitteleuropa ganz allgemein. Verändern wird sich auf jeden Fall was. Durch das, dass wieder vernässt wird, binden wir Klimagase im Moos. Und das ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Und deswegen muss diese Wiedervernässung, musste die kommen. Trotz vieler, vieler Widerstände, trotz vieler, vieler Ängste. Und seit wir die Wiedervernässung machen, ist das Thema letztendlich auch durch. Es gibt keine Ängste mehr. Jeder sieht, es funktioniert. Und insoweit sind wir hier auf einem guten Weg. War aber ein langer und auch ein sehr schwieriger Weg. Ja, es gibt hier, denke ich, genauso immer diese Diskrepanz zwischen Landwirten als Nutzern, die das ja nicht nur aus Spaß machen, sondern weil sie ihre Betriebe am Leben halten müssen, die Familien ernähren müssen. Und den Naturschützern, da wird man immer einen Kompromiss suchen müssen und ja, Konflikte werden sich nie vermeiden lassen. Aber ich denke, im Reden miteinander lässt sich mancher Konflikt lösen.
Wir waren die Ersten in Bayern, die ein Niedermoor wieder vernässen konnten und das bisher jetzt auch durchführen. Wir haben, glaube ich, relativ viel Zuspruch in den letzten Jahren in der Bevölkerung bekommen, dass die diese Maßnahmen eigentlich auch gut finden, denn das war sehr strittig am Anfang. Alle haben Angst gehabt, dass sie überschwemmt werden von der Wiedervernässung. Und wir haben auch Erfolge in der Landwirtschaft, dass die Landwirte in Teilbereichen extensiver nutzen als vorher, finanziert durch den Freistaat oder finanziert auch durch uns. Das gehört einfach zum fairen Verhalten miteinander dazu. Und diese extensivere Nutzung bringt um die Naturschutzgebiete herum zum Beispiel auch Artenschutz. Dort können jetzt Pflanzen und Tiere leben, die vorher verschwunden waren. Die Fläche wird hier in den Bereichen, wo es ackerfähig ist, wird zum größten Teil extensives Getreide anbaut. Man sieht es am Herweg, es wird unter anderem Emmer angebaut und die Wiesen entweder als Streuwiese genutzt, als Weidefläche genutzt oder eben zum Heugewinnen. Also das Leipheimer Moos ist in der Bevölkerung auf jeden Fall fest verwurzelt. Also jeder hat eine Verbindung mit dem Leipheimer Moos, das ist schon mal vom Grundsatz her gut und auch wichtig. Und jeder weiß auch von der Bedeutung des Leipheimer Mooses. Ja? Und die Aufgabe in der Zukunft wird eben sein, dass dieses schwäbische Donaumoos erhalten werden kann, beziehungsweise dass wir unseren Auftrag, nämlich die Wiedervernässung des Donaumooses, dass wir das dauerhaft umsetzen können. Ja, wir werden weiterhin schauen, dass wir die Naturflächen so erhalten können. Wir treiben die Beweidungsprojekte voran mit der AG Donaumoos. Also die Flächen, die schlecht zu mähen sind, die beweiden wir. Wir haben jetzt auch Tiere, die mit etwas nässeren Bodenverhältnissen gut zurechtkommen. Und die Flächen, die man landwirtschaftlich nutzen kann, die werden landwirtschaftlich genutzt. Und dann ist im Leipheimer Moos noch weiteres zu tun. Die Wiedervernässung, wie sie jetzt stattfindet, läuft noch nicht optimal. Da kann man noch was verbessern. Das wollen wir noch tun. Und dann sind es vor allen Dingen ungefähr 3.500 Hektar Niedermoorfläche, die weder naturschutzgeschützt sind noch Sonnsteinenschutz haben, wo ganz normal die Landwirtschaft drauf stattfindet. Und die ist uns nach unserem Blick für ein Moor viel zu intensiv. Wir wollen also auch dort mit der Landwirtschaft nicht nur in den Naturschutzgebieten oder an deren Rand die Landwirtschaft extensivieren, sondern nach Möglichkeit auch in einem Teil der großen Fläche. Das Thema Naturschutz spielt in der heutigen Zeit eine zunehmende Rolle. Wir versiegeln jeden Tag Unmengen von Flächen und da brauchen wir auf der anderen Seite natürlich auch einen entsprechenden Ausgleich. Und das ist eben das Thema Naturschutz und da bin ich eben der Meinung, dass wir da in der Zukunft noch mehr machen müssen, wie wir es bisher eben auch gemacht haben. Ja, ich denke, das ist wie bei jedem Projekt, das gelingen soll, hängt es davon ab, wie gut die Partner, in dem Fall Naturschutz und Landwirtschaft, zusammenarbeiten. Und es hängt natürlich auch davon ab, wie das von der Bevölkerung hier angenommen wird. Und also ich sehe eine gute Zukunft für das Donaumoos. Was mir auf dem Herzen liegt, ist, dass es mehr solche Projekte gibt, wie ihr, die ihr jetzt das macht. Dass sich einfach die Leute vor Ort, die Kinder, die Schüler, die Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen noch wesentlich mehr für das Moor interessieren, als es jetzt schon der Fall ist.